Die Szene ist gestellt, aber sie passiert so oder ähnlich fast täglich auf vielen Schulhöfen. Was ist mit denen los? Warum lachen die? Gerade richtig viel Zoff und wir wissen halt nicht mehr weiter, deswegen wollten wir zu Ihnen kommen. Ja klar, dann kommt rein und sucht euch einen Platz aus. Die Schulsozialarbeiterin ist die Fachkraft für fast alle Probleme, die in der Schule auftreten können, wie zum Beispiel das Mobbing. So, schön, ganz wichtig, alle hier wissen, dass das Besprochene vertraulich behandelt wird. Keine Eltern, andere Lehrer oder sonst jemand werden einbezogen, solange das nicht von der Gruppe gewünscht wird. Die Schulsozialarbeiterin hat keine fertige Lösung für das Problem der Gruppe in der Schublade. Sie hilft allen am Tisch, eine zufriedenstellende Lösung zu finden, die das Problem hoffentlich für immer aus der Welt schafft. Hier ist die Lösung klar. Das Bild wird sofort von allen Handys gelöscht. Der Knipser des Bildes entschuldigt sich bei dem Mädchen, das er ohne ihr Wissen fotografiert hat und deren Bild er dann geteilt hat, ohne sie um Erlaubnis zu fragen. Super, klasse, finde ich toll. So, darf ich dich nochmal hinsetzen? Okay, gut. In anderen Fällen ist die Lösung nicht so einfach. Okay. Wenn nötig, spricht die Schulsozialarbeiterin so lange mit allen Beteiligten, bis eine Lösung gefunden ist. Egal, um was es geht. Das Angebot der Schulsozialarbeit ist freiwillig. Niemand kann dazu gezwungen werden, das Angebot anzunehmen. Das Angebot kostet nichts und alles bleibt vertraulich. Hassan möchte seine Hausaufgaben gut und richtig machen. Aber der Flüchtlingsjunge aus Syrien hat noch Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. Zu Hause in Syrien konnte ihm sein Vater immer helfen. Aber hier in Deutschland weiß auch er nicht mehr weiter. Da erinnert sich der Junge an ein Büro in seiner Schule. Da gibt es eine Frau, die weiß immer einen Rat. Sie kann sicher auch ihm helfen. Tatsächlich sind Vater und Sohn bei der Schulsozialarbeiterin an der richtigen Stelle. Hassan berichtet von seinen Schwierigkeiten mit den Hausaufgaben. Im Gespräch wird schnell klar, dass der Vater großen Kummer hat. Seine Frau und weitere Kinder sitzen seit Jahren auf einer griechischen Insel fest. Das bricht ihm schier das Herz. Aber Sie müssen ja selber noch, dass du nach der Schule dorthin gehst. Die Schulsozialarbeiterin hat tatsächlich eine Lösung. Sie bringt Vater und Sohn mit Nechat Schrade zusammen. Die Familienhelferin spricht fließend Arabisch. Unser Schüler Hassan, hallo zusammen. Als erstes begleitet sie Hassan und seinen Vater in das Familienzentrum Au. Dort kann Hassan nach der Schule ein warmes Mittagessen bekommen und seine freie Zeit mit anderen Kindern verbringen. Aber erst, nachdem er seine Hausaufgaben gemacht hat. Auch dabei hilft ihm Nechat Schrade ab sofort. Genau so, wie sie auch anderen Kindern hilft. Durch die Vermittlung der Schulsozialarbeiterin
wird Nechat Schrade in Zukunft regelmäßig bei Hassan und seinem Vater vorbeikommen, um sie im Haushalt zu unterstützen. Natürlich kann diese Hilfe die Mutter nicht ersetzen, aber es wird Hassan und seinem Vater das Leben wenigstens ein bisschen erträglicher machen. Person A stellt sich da hinten und Person B. Auch das ist Schulsozialarbeit. Übungen und Rollenspiele. Hier mit jungen Frauen und Männern, von denen viele schlimme Erfahrungen mit Krieg und Vertreibung gemacht haben. Jahrelang waren sie ohnmächtig grenzenloser Gewalt ausgesetzt. Jetzt lernen sie, selbst Grenzen zu setzen. Ab wann wird die Nähe des anderen unangenehm, ungewollt oder gar aufdringlich? Im geschützten Raum der Schule und unter der fachkundigen Begleitung des Schulsozialarbeiters können hier Erfahrungen gemacht werden, ohne das Risiko, dass solche Begegnungen aus dem Ruder laufen. Eine zweite Übung. Hier lernen sie jetzt behutsam dem zu vertrauen, der sie durch unsicheres Gelände führt. Das alles sind Übungen, die auch für Jugendliche und junge Erwachsene wichtig sind, die in Pforzheim aufgewachsen sind und Gottlob nie flüchten mussten. Der begleitende Sozialarbeiter weiß natürlich auch, dass in einigen Schulstunden nicht die jahrelange Erfahrung von Krieg und Gewalt ausgelöscht werden kann. Aber was hier passiert, ist ein Hinweis auf einen ganz wichtigen Schritt. Definitiv wollen sie was verändern. Sie lassen sich auf so Übungen ein, auch um wieder ein gutes Gefühl zu haben, ja, dass sie sagen, okay, mir passiert in diesem Moment nichts, ja, es ist ein Spiel und wir wollen sie wieder in der Realität, also in der Realität wieder in Dasein bringen. Das ist für uns eine wichtige Übung mit Schülerinnen und Schülern. Ängste überwinden und Stärken einüben. Maßgeschneiderte Lösungen für Schüler und ihre Eltern organisieren. Oder Kindern und Jugendlichen an Schulen dabei helfen, dass aus Dummheiten keine Katastrophen werden. Drei Beispiele von vielen, was Sozialarbeit macht. Und egal an welcher Schule sie stattfindet und egal um welches Problem es geht, das Angebot ist immer kostenlos, freiwillig und vertraulich.